Rund 2500 Unparteiische sind Woche für Woche auf Österreichs Fußballplätzen im Einsatz. 26 österreichische Schiedsrichter und Assistenten wurden von der ÖFB-Schiedsrichterkommission als FIFA-Referees nominiert. In einem feierlichen Rahmen im Wiener Rathauskeller wurden die FIFA-Abzeichen überreicht. Ja, das ist zum einen eine Auszeichnung für den ÖFB, dass in Österreich gut gearbeitet wird im Schiedsrichterwesen. Das ist aber auch die Bestätigung, dass hier viele, viele Funktionäre an der Arbeit sind, um das alles zu bewältigen. Und auch eine Bestätigung für die Schiedsrichter selbst, die eigentlich das ganze Jahr gute und doch manchmal nicht ganz belohnte Arbeit leisten. Naja, das ist natürlich das größte Ziel, das ein Schiedsrichter haben kann. Man beginnt im Nachwuchs, beginnt in der niedrigsten Klasse. Es ist dann schon ein Meilenstein, wenn man in die Bundesliga aufsteigt, im Elitewesen Schiedsrichter und Assistent sein kann. Und auch dort geht es nach Leistung. Dort gibt es in jedem Spiel Beobachtungen. Ein gewisses Klientenglück gehört immer dazu. Und selbstverständlich auch Regeltechnik etc. Dementsprechend gut abliefert. Dann hat man das Glück, wenn dort die Leistungen geboten werden, dann hat man natürlich die Chance, dass man nominiert wird. Und dort beginnt man wiederum internationale Nachwuchsspiele zu pfeifen und dann weiter, sage ich mal, Qualifikation, Europa League, Gruppenphase, Champions League ist dann natürlich schon ein Highlight. Und wenn man es dann wirklich schafft, zu einer Euro- oder WM-Endrunde zu fahren, dann hat man halt seine Vision oder seinen Traum erfüllt. Es ist jedes Jahr eine Ehre, diese Auszeichnung zu bekommen, eine Ehre, auf internationale Spiele zu fahren, diese Erfahrungen zu sammeln, mit sich Leuten auszutauschen, die man schon nicht so schnell trifft. Die Spiele sind einzigartig, es ist wirklich immer wieder eine tolle Erfahrung. Ja, es ist natürlich eine große Ehre, dass man das erreichen kann und es war mein Traum, auf den ich hingearbeitet habe. Also es ist ein toller Tag heute für mich. Erstmalig auf der Liste erscheinen in diesem Jahr Walter Altmann, Christian Pedro Ciocirca, Michael Nemetz, Santino Schreiner, Olivia John, Amina Rashid sowie die beiden Futsal-Schiedsrichter Manuel Wolf und Daniel Stauber. Jedes FIFA-Wappen ist, glaube ich, einmal etwas Ereignisreiches. Man wird international unterwegs sein, man lernt neue Sachen kennen, vor allem ein neues Niveau, ein höheres Niveau, was man entdecken wird. Also es ist auf jeden Fall eine super Sache. In der Vorbereitung für die Frühjahrssaison gab es für die österreichischen Elite-Schiedsrichter und Assistenten einen neuen Schwerpunkt, nämlich den Videoschiedsrichter. Es begrüßen alle. Es begrüßen die Medien, die Vereine, die Funktionäre, die Fans und es begrüßen auch die Schiedsrichter. Warum? Fußball soll und wird wahrscheinlich fairer werden und der Einzige, der im Fußball keine zweite Chance hat, ist derzeit der Schiedsrichter. Und in Zukunft, gestützt auf den Video Assistant Referee, hat auch bei einer klaren Fehlentscheidung der Schiedsrichter eine zweite Chance. Videoschiedsrichter ist einfach revolutionär für das Schiedsrichterwesen. Wir haben jetzt den ersten Ausbildungsblock hinter uns, das Kennenlernen der Systeme, die Theorie. Bis jetzt hatten wir einfach keine Hilfestellung. Einzige Wichtige ist dabei, es wird weiterhin umstrittene Situationen geben, aber für mich ist es wichtig, jede falsche Entscheidung, die weniger getroffen wird, kann nur allgemein gut für den Fußball sein. Wir gratulieren den FIFA-Referees und wünschen ihnen viele internationale Einsätze.